glaube, dass die 2 Tage frei eben gut getan haben, dass die Jungs jetzt wieder frisch sind und sich präsentieren dürfen im Training. Das tut gut. Auch für jeden, dass ja, der eine oder andere vielleicht auch ja, das genutzt hat, um wirklich Kraft zu tanken, gedanklich, körperlich. Und das sah gut aus. Dementsprechend bin ich ganz zufrieden mit dem Auftakt gestern, aber wir haben jetzt eben auch noch 2 Kollegen eben. Dann eine gute Arbeit macht mit seinen Spielern, auch immer wieder unterschiedliche Positionierungen einnimmt in der Offensive sowie auch in der Defensive, sodass ich nicht sagen kann, wie Ferl uns bearbeiten möchte, aber auch die Idee habe, dass es mehrere Situationen geben kann, wo auch der Kollege vielleicht nochmal umstellt und wir entsprechende Anpassungen auch machen dürfen. Insofern wird das schon ein spannendes Spiel, ein herausforderndes Spiel, auch für unsere Trainer-Gilde. Ich glaube, nie fair spielen gibt es nicht häufig in der Liga. Ja, sei es das Fußballspielen von hinten raus, was sie probieren, was sie auch ja, machen. Oder auch dann die beiden Einwürfe, die regelrecht ja, gefühlt alle 2 Minuten reinfliegen. Ja, eine durchaus unangenehme Mannschaft, ja, die wir spielen wollen und da auch unsere Chancen sehen. Und ja, wir freuen uns dann, glaube ich, noch ja, eine kleine Rechnung offen aus dem Spiel. Ja, Vorfreude und Freude zum Samstag. Das man auch. Ja, ich glaube, Ferl ist auch eine Mannschaft, kommt auf uns zu, die auch mit hoher Intensität spielt, die auch viel den Ball haben will. Ja, ich glaube, da treffen 2 Mannschaften aufeinander, ja, die den Offensivfußball lieben und beide viel nach vorne spielen. Und ja, ich glaube, es wird ein offener Schlagauftausch und hoffentlich als Sieger aussehen.